Wir haben wieder eine Parabel und eine Gerade gegeben und möchten den Schnittpunkt bestimmen. Das heißt also den Schnittpunkt von y1 und y2. Wir setzen die zwei Gleichungen wieder gleich. Das heißt, wir haben einmal hier x² minus 3x plus 2 ist gleich y2 ist ja unsere Gerade, x minus 2. Und bringen nun erst einmal alles auf die gleiche Seite, indem wir x subtrahieren und um 2 addieren. Dann erhalten wir x² minus 3x minus x ergibt minus 4x und 2 plus 2 ergibt 4. Und das ist gleich 0. Und diese Gleichung lösen wir entweder mit der PQ oder mit der ABC-Formel. Ich benutze hier wieder die PQ-Formel, die ja lautet minus p halbe plus minus die Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q. P ist unsere minus 4 und q die plus 4. Immer darauf achten, dass hier vor dem x² nichts Negatives bzw. irgendeine Zahl steht. Also, setzen wir ein. Wir erhalten x1-2 ist gleich minus p halbe, also minus für p die minus 4 eingesetzt, minus p halbe plus minus die Wurzel aus p halbe zum Quadrat, also für p die minus 4 eingesetzt, minus q, das wäre in dem Fall die 4. Wir vereinfachen ein bisschen, minus und minus ergibt plus, also hätten wir plus 4 geteilt durch 2, das ist die 2, plus minus die Wurzel aus, also fangen wir erstmal so an, minus 2 geteilt durch 2, minus 4 geteilt durch 2 ergibt minus 2 zum Quadrat, minus 4. Und das ist wieder das gleiche wie 2 plus minus die Wurzel aus, also minus 2 im Quadrat. Das wäre minus 2 mal minus 2. Somit hätten wir plus 4, minus 4. Wir sehen hier, das ergibt 0. Und somit, also das hier ist gleich 0 und die Wurzel aus 0 ist auch 0 und somit hätten wir nur ein x und zwar an der Stelle 2. Das kann so zustande kommen, also wir haben hier unsere Parabel und unsere Gerade und die verläuft genau so, dass sie nur einen Berührpunkt mit der Parabel hat. Und zwar an der Stelle x gleich 2. Jetzt wollen wir noch den y-Wert dazu errechnen. Das heißt, wir setzen diesen x-Wert wieder in eine der Gleichungen ein. Natürlich wieder die einfachere. Also x1 in y2. Dann erhalten wir für x die 2 eingesetzt. Y ist gleich 2 minus 2. Und somit hätten wir ein y gleich 0. Unser Schnittpunkt wäre somit bei 2-0.